Game-Based Gamecheck, der Gamecheck der LFK, der Medienanstalt für Baden-Württemberg und der Computerspielschule Stuttgart. In diesem Gamecheck möchten wir uns das Spiel Suzerain angucken oder Suzerain. Es gibt leider nicht viele Möglichkeiten herauszufinden, wie man das richtig ausspricht. Ich habe mir ein paar YouTube-Tutorials und Gameplays angeguckt und da ist Suzerain das am meisten benutzte. Deswegen werde ich mich in diesem Gamecheck auch einfach mal an diese Aussprache halten. Suzerain ist ein fesselndes politisches Rollenspiel, das die Spieler in die Rolle des Präsidenten einer fiktiven Nation namens Swordland versetzt. Das Spiel wurde vom Berliner Indie-Studio Torpor Games entwickelt. Es beginnt mit der Wahl des Präsidenten und führt die Spieler dann durch eine Reihe von politischen Herausforderungen. Denn in dem Spiel ist es so, dass eine 20-jährige Diktatur endet, die von Traditionalisten geführt wurde und jetzt 1954 durch einen Bürgerkrieg beendet wurde. Nun hängt die Zukunft des Landes von dem jungen, charismatischen Anton Ryan ab, den man in diesem Spiel spielt. Suzerain bietet einen Überblick über die Entscheidungsgewalt eines Staatsoberhaupts und verdeutlicht den Spielern im Verlauf immer wieder, dass sämtliche politische Aktionen Konsequenzen haben und es schwierig sein kann, die Interessen von vielen verschiedenen Personengruppen gleichzeitig in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Man wird immer wieder in Intrigen verwickelt und man muss sich mit moralischen Dilemmen auseinandersetzen, während man versucht, das Land vor dem Untergang zu bewahren, denn es war ja gerade eben erst eine Diktatur, die beendet wurde und man will natürlich alles daran setzen, dass es da nicht wieder reinrutscht. Durch das aktive Mitentscheiden kann man sehr gut ein Gefühl dafür entwickeln, wie komplex Politik sein kann. Die Grafik des Spiels ist sehr einfach gehalten. Die Spieloberfläche ist genretypisch eine interaktive Landkarte. Entscheidungen im Spiel werden aber nicht in Tabellen oder Menüs getroffen, sondern in Gesprächen mit dutzenden Figuren, die diese Welt bevölkern. Zum Beispiel politische Weggefährten, Kontrahenten, Parlamentarier, Minister, Lobbyisten etc. etc. Die Musik im Spiel ist typisch auch für dieses Genre begleitend. Es gibt keinen krassen Gesang, es gibt keine krassen Erhöhungen oder sonstiges, denn die Musik ist einfach nur da, um einen im Spiel zu begleiten und nicht abzulenken. Mir ist trotzdem aufgefallen, dass mich die Musik, jedenfalls dieser eine Soundtrack, der die ganze Zeit im Hintergrund läuft, sehr an Life is Strange erinnert hat vom Vibe her. Und das ist mir erst aufgefallen, als ich ihn unabhängig vom Spiel einfach nur mal gehört habe. Auch wenn in Life is Strange die Musik wirklich wichtig war und untermalend für die Story, ist das hier eher ein beruhigender Effekt und sorgt dafür, dass man sich besser auf die Geschichte konzentrieren kann. Das Spiel dauert etwa 9 Stunden, um es durchzuspielen. Und das Gute ist, es ist kostenlos für den Windows-PC oder für die Nintendo Switch verfügbar. Suzerain ist ein anspruchsvolles Spiel. Das ist, finde ich, nichts, was man spielen kann, wenn man gerade kaputt ist vom Lernen oder vom Arbeiten und dann sich abends hinsetzen will, um sich zu entspannen. Aber es ist sehr interessant für Leute, die politisch interessiert sind oder Rollenspielfans. Es bietet einen sehr guten Einblick in die Welt der Politik und fordert die Spieler heraus, ihre Fähigkeiten als Führer unter Beweis zu stellen. Wer also gerne taktische Entscheidungen trifft und komplexe Geschichten mag, wird von Suzerain begeistert sein.